tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Quajutsu vor. Quajutsu ist die Weiterentwicklung von Froxy und Amphissel und hat einen Wasser- und Lichttyp, was ihm eine Schwäche gegen Pflanze, Elektro, Kampf, Käfer und Fee, eine Resistenz gegen Feuer, Wasser, Unlicht, Geist, Eis und Stahl sowie eine Immunität gegen Psychoattacken gibt. Wirft man einen Blick auf Quajutsus Basiswerte, so sieht man einen enormen Initiativewert von 122, gepaart mit zwei guten Angriffswerten, also schon mal perfekte Voraussetzungen für einen Sweeper. Die EV verteilen wir hier voll in Spezialangriff und Initiative, dazu ein scheues Wesen, um die Initiative zu maximieren. Quajutsus versteckte Fähigkeit Wandlungskunst erlaubt es ihm jedes Mal, wenn er eine Attacke einsetzt, den Typ der gewählten Attacke anzunehmen. Dadurch erhalten alle seine Attacken Step. Und zusätzlich kann er dadurch auch mal die ein oder andere unliebsame Schwäche loswerden. Im Moveset benutze ich hier Siedewasser, Eisstrahl, Finsteraura und Strauchler. Alternativ zu Siedewasser kann man hier natürlich auch Surfer oder Hydropumpe spielen. Ich persönlich bevorzuge lediglich das Siedewasser wegen der 30%igen Burn-Chance. Zusammen mit Eisstrahl und Strauchler hat man hier eine perfekte Neutral-Coverage gegen ziemlich alles, was da rumläuft, sofern man nicht in ein Chanera oder Hytyra läuft. Wird man auch nicht zu Tode gewollt. Als Item bietet sich hier etwas zum Schaden verstärken wie ein Lebenorb oder einen Expertengurt an. Ein Fokusgurt für Notfälle ist jedoch auch nie verkehrt, da Quajutsu nicht unbedingt die besten Verteidigungswerte hat. Quajutsu ist für euer Team einer der besten Sweeper, die ihr euch wünschen könnt. Ausschlaggebend für Quajutsus Erfolg ist der Erstschlag, den er dank seiner hohen Initiative fast immer hat. Dadurch kann er dank seiner Fähigkeit seinen Typ wechseln, bevor der Gegner angreift und im Fall eines Gegenangriffs eventuell sogar eine nicht effektive Attacke abbekommen. Quajutsu kann in jeder Phase des Kampfes effektiv eingesetzt werden. Ihr solltet nur dafür sorgen, dass ihr es bis zum Ende des Kampfes am Leben haltet. Wechselt also lieber aus, wenn ihr vor einem Gegner steht, den ihr mit Quajutsu nicht besiegen könnt. Da Quajutsu so vielseitig einsetzbar ist, könnt ihr ihn in jedem Team spielen und wegen seiner wechselnden Typschwächen ist es hier auch schwierig, ihr gute Teampartner zu nennen. Ein gut ausbalanciertes Team ist für Quajutsu generell die beste Umgebung. Haltet euch einfach immer die ein oder andere Option zum Rauswechseln frei und ihr solltet keine Probleme haben. Das war's von meinem Quajutsu und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.